Wir hören jetzt von John Sigerson, dem Musikdirektor des Schiller-Instituts und Mitautor des Handbuchs über Stimmung und Musik. Und er spricht über die physische Kraft der klassischen Poesie und Musik. Guten Tag. Als ich über das diesjährige Beethoven-Jahr nachdachte und darüber, wie ich die Gelegenheit nutzen könnte, erinnerte ich an eine gewisse Debatte, die ich 72 oder 1973 hatte, kurz nachdem ich mich mit Blenden LaRouche zusammengetan hatte, nachdem ich eine Reihe von Kursen über zwei Themen besucht hatte. Klassische Musik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die einzige Wirtschaftstheorie, von der ich meinte, dass sie meine Besessenheit von wirtschaftlichem Fortschritt, insbesondere in Afrika, ansprach. Zwei Fechte, bei denen meine Hochschullehrer darauf bestanden hatten, dass sie nichts miteinander zu tun hätten. Ich sprach damals mit einem Kompositionsstudenten aus Kolumbien, den ich für diese Idee zu gewinnen versuchte, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn Komponisten die Herausforderung annehmen würden, die Beethoven in seinen späten Werken, insbesondere in seinen späten Streichquartetten, aufgeworfen hat. Können Sie Werke wie Beethoven komponieren? Fragte ihn. Oh ja, sicher, das ist gar kein Problem, antwortete er mit einiger Prahlerei. Nun dann, hakte ich nach, warum tun Sie das dann nicht einfach? Worauf er lässig antwortete, weil ich mich dann nicht dafür entscheide. Und ging schnell wieder weg. Und das ist auch heute noch das Problem. Diese Herausforderung, Beethovens Ideen nicht nur durch ehrliche Aufführungen zu vermitteln, sondern über Beethoven hinauszugehen, verfolgt die menschliche Zivilisation seit dem Tod des Komponisten im März 1827. Nur sehr wenige wie Schumann und Brahms haben diese Herausforderung angenommen, während so viele andere wie Wagner und die Romantiker, Stravinsky und die Modernisten, ganz zu schweigen von den Anbietern populärer Massenunterhaltung, sich entschieden haben, dies nicht zu tun. Wie können wir uns diese Herausforderung heute stellen? Sicherlich ist das Studium, das Singen und Spielen großer klassischer Werke für unser Überleben unerlässlich. Aber wir dürfen nicht in die Falle tappen, wie so viele Künstler tun, zu glauben, dass die Beherrschung des Stils der klassischen Musik dem Komponisten oder uns gerecht wird. Große klassische Musik war niemals eine Frage des Stils, sondern vielmehr eine unstillbare Sehnsucht, universelle platonische Ideen, universelle Prinzipien über die wahre Natur des Menschen, das, was ihn von allen anderen uns bekannten Geschöpfen unterscheidet, zu vermitteln auf unserer Reise durch die universelle Raumzeit. LaRouche warf uns ein Rettungsseil für die Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung zu, als er das klassische Lied, das klassische Kunstlied, als den Stein von Rosetta der Kunst bezeichnete. Er sagte, das Singen von Poesie sei eine nie versiegende Quelle der Inspiration für den komponierenden Geist. Alle große klassische Poesie, von den vedischen Hymnen über Homer und Dante bis zu Shakespeare, Schiller, Shelley und Poe, ist gesungene Poesie. Und umgekehrt muss alle große Musik, ob von Sängern, Instrumenten oder Kombination von beiden vorgetragen, gesungen werden. Und zwar mit Schönheit und Anmut gesungen werden, wenn sie die beabsichtigte Wirkung haben soll, die Interpreten und das Publikum gleichermaßen zu erheben und zu verwandeln. Poesie ist, wie Musik, niemals eine Frage des Stils, sondern eine Frage des Zwecks. Besonders in unruhigen Zeiten haben Komponisten die Lieder und Gedichte unbekannter Barden des Volks, die sogenannten Volkslieder, als ein Mittel aufgegriffen, um die Volkskultur zu bereichern und zu veredeln, indem sie diese Lieder des Lebens und der Liebe auf das höchste Niveau moralischer und künstlerischer Vollkommenheit erhoben haben. Die hervorhebende Wirkung der afroamerikanischen Spirituals, wie sie von meinem Kollegen hier diskutiert wird,
ist ein einzigartiges, wertvolles Beispiel in der amerikanischen Kultur. In ähnlicher Weise wurden im 19. Jahrhundert die Volkslieder vieler europäischen Kulturen von Beethoven selbst und insbesondere von Johannes Brahms und Antonín Braunschweig auf ein hohes Niveau der Vollkommenheit gebracht. In China, das über eine reiche Fundgrube von Volksliedern verfügt, glaube ich, dass die Komponisten dies noch auf das Niveau anheben müssen, wie sagen wir, Brahms es erreicht hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn China nicht in einem nuklearen Holocaust zerstört wird, wie dies von den Dinosauriern des alten Paradigmas so verzweifelt erhofft wird, dies nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Und doch ist es in unserer heutigen westlichen Kultur die Erinnerung an diese Lebens- und Liebeslieder, wo bei den breiten Bevölkerungsmassen mehr und mehr verblasst, unter dem Ansturm der brutalen, bestialen, starren, weingehend sexbesessenen Popkultur, in einem solchen Ausmaß, dass wenn man heute einen jungen Amerikaner fragt, ob er ein einfaches Volkslied kennt, das er von Kind an gesungen hat, er wahrscheinlich eher schweigt und einen ratlos anschaut. Kann also die wahre klassische Komposition in der Größenordnung eines Bach, Brahms, Beethoven angesichts dieser Verrohung der Kultur unseres Volkes wiederbelebt werden, da ja die Resonanzen der Vergangenheit durch das vergebliche Streben nach dem Hier und Jetzt verdrängt worden sind? Ich glaube, das kann sie, aber nur, wenn sich Dichter und Komponisten darauf einigen, sich einem Kampf zu unterwerfen, nicht nur um schöne Melodien und geschickte musikalische Gegenüberstellung zu schaffen, sondern um die beabsichtigte physische Wirkung ihrer eigenen Schöpfung bewusst zu gestalten. Was ich damit meine, will ich am Beispiel zweier hervorragender Musiker veranschaulichen, nämlich Max Planck und Albert Einstein. Aber was verstehe ich unter physisch? Nun, ich meine es in der gleichen Weise, wie Lyndon LaRouche die physische Ökonomie diskutiert. Jeder, der das mit LaRouche Diskussionen und Schriften vertraut ist, die ich ihn dringend zu studieren rate, muss sich darüber im Klaren sein, dass er mit physisch nicht Dinge meint, ob es sich um Anlagen oder Geräte oder um Menschen handelt, sondern vielmehr validierte, universelle physikalische Prinzipien, die der Mensch durch schöpferische Handlungen entdecken kann, zum Wohle der zukünftigen Existenz der Menschheit und zum vermehrten Glück des Universums selbst. Die Musiker Planck und Einstein waren natürlich auch begnadete theoretische Physiker. Als Frucht ihres Kampfes entdeckten sie die quantisierte Eigenschaft der elektromagnetischen Energie, eine Entdeckung, die direkt zu unserer heute immer noch sehr begrenzten Beherrschung der Kernkraft führte. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich hier viele technische Details überspringe, so wichtig sie auch sein mögen. Max Planck wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland auf. Als er seinen Freunden ankündigte, er werde Physiker und nicht Pianist oder Komponist werden wolle, sagten ihm einige seiner Mitarbeiter, dass er seine Zeit vergeude, weil alle grundlegenden Gesetze der diskreten Materie auf der einen Seite und der vollkommen kontinuierlichen elektromagnetischen Energie auf der anderen Seite bereits entdeckt worden seien. Ein Problem, das die Physiker jedoch weiterhin verwirrte, war das sogenannte Schwarzkörperproblem. Die Herausforderung bestand darin, die Kräfteverteilung und Frequenzen von Substanzen zu bestimmen, insbesondere von Metallen, die, wenn sie heißer werden, Licht mit verschiedenen Frequenzen aussenden. Zunächst in den niedrigeren roten Frequenzen, wie man sieht, wenn ein Metallstück rot zu glühen beginnt, und dann, wenn die Temperatur steigt, in Richtung weiß. Der sogenannte Schwarzkörper war ein Gerät, um dies mit großer Präzision zu testen. Das praktische Problem bestand darin, dass es niemand in der Lage war, eine Formel für die Verteilung der Frequenzen auszuarbeiten. Für die industrielle Produktion war dies zu einer dringenden Angelegenheit geworden, da die Herstellung zuverlässiger Glühbirnen eine solche Berechnung erforderte. Und tatsächlich finanzierte die Elektrofirma Siemens in Berlin eine ganze Institution, die sich mit der Lösung dieses Problems widmete.
Nachdem er viel anderen Scheitern sah, beschloss Planck, dieses Problems anzugreifen, und es gelang ihm, eine Gleichung aufzustellen, die die genaue Verteilung der Energie zu berücksichtigen schien. Allerdings, und das ist ein entscheidendes Merkmal seiner Ehrlichkeit, blieb er mit seiner eigenen Gleichung unzufrieden, und er weigerte sich, so seinen Kollegen vorzulegen, weil er ihre physikalische Bedeutung noch nicht entdeckt hatte. Was war die Ursache dafür, dass sie so und nicht anders funktionierte, fragte er. So sah er sich mit der gleichen Art von Herausforderungen konfrontiert wie Johannes Kepler, der sich mit den Planeten-Epizyklen des Ptolemäus und den Kreisbahnen von Kopernikus und Tycho Brahe beschäftigte und zu dem Schluss kam, dass ihre Modelle, so genau sie auch zu sein scheinen, unmöglich gültig sein können, da sie lediglich ein Naturphänomen beschreiben, ohne sich um die Entdeckung einer physikalischen Ursache zu kümmern. Planck begab sich also auf eine andere Reise, die schließlich ihren eigenen beherrschenden axiomatischen Glauben an die Existenz einer perfekten Kontinuität in der Natur infrage stellt. Denn wie könnte zum Beispiel Licht etwas anderes sein als eine kontinuierliche Welle? Wie konnte Gottes Schöpfung nur die Summe einer Unzahl kleiner Teile sein? Damit stand Planck in ständigen Konflikt mit moralisch kompromittierten Reduktionisten wie Ludwig Boltzmann und Ernst Mach, die dafür eintraten, dass Wissenschaftler alle Bemühungen aufgeben sollten, die Kausalität komplexer Phänomene wie das Verhalten von Garten tatsächlich zu verstehen und sich mit einer bloßen statistischen Wahrscheinlichkeit zufrieden geben sollten, dass ein bestimmtes Phänomen so ist und nicht anders. Aber nachdem er mit allen möglichen Gedankenexperimenten mit schwarzen Körpern ausprobiert hatte und es ihm nicht gelungen war, eine Ursache zu finden, stellte Planck in dem, was er selbst als einen Akt der Verzweiflung bezeichnete, die Hypothese eines Modells auf, das eine Unzahl kleiner Sprungfedern aus dem Inneren des schwarzen Körpers beinhaltet, die Licht mit Frequenzen ausstrahlen, die allesamt ganzzahlige Inkremente eines extrem kleinen, konstanten Wertes waren, was später als das Planck'sche Wirkungsquantum bezeichnet wurde. Planck hatte eine wahre physikalische Ursache entdeckt, allerdings um den Preis, dass er sein eigenes, ihm liebstes Axiom aufgab. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Aber nur unvollständig. An seiner Überzeugung festhalten, dass das Licht selbst kontinuierlich ist, glaubte er, dass nur die Wechselwirkung des Lichts mit den winzigen Rezeptoren im schwarzen Körper seine quantisierte Wirkung aus hervorruft. Seine Entdeckung ankündigte, fiel in die Hände eines jüngeren Patentbeamten dritter Klasse der Schweiz namens Albert Einstein, der in der Tat sagte, Moment mal, was ist, wenn das Licht selbst quantisiert ist? Und was, wenn die Wellennatur des Lichts tatsächlich mit seiner quantisierten Natur in Einklang gebracht werden kann, gemäß einem höheren Prinzip? Wie man sagt, der Rest ist Geschichte. Und Sie können es nachlesen. Und seitdem bis zu seinem Tod hat Einstein seine Suche nach diesem höheren Prinzip nie aufgegeben. Er widersetzte sich allen Bemühungen von Mach-Anhängern wie Werner Heisenberg, die Quantenphysik auf eine statistische Spielerei zu reduzieren, das nur funktionieren scheint, das aber keine Ursachenforschung anstreben will. Wie Einstein diesen beschränkten Typen bekannterweise erwiderte, Gott würfelt nicht. Aber zurück zu Musik und Poesie. Ich möchte einen anderen fantastischen Musiker zitieren, nämlich Linton LaRouche. Im Januar 1993 besuchten meine Frau René und Mindy Petschnick und ich Linton LaRouche im Gefängnis von Rochester, wo wir einige Stunden lang mit ihm in der manchmal sehr geräuschvollen Atmosphäre des Gefängnisbesuchsraums alle möglichen musikalischen Fragen besprachen. Aus der transkribierten Aufnahme, die wir übrigens veröffentlichen wollen irgendwann, möchte ich Ihnen das Folgende vorlesen, um mir einen Einblick in LaRouches Denken zu geben.
Die Äquivalenzen der Musik sind nicht ordinal, sie sind nicht quantitativ, sie sind nicht qualitativ, zum Beispiel. Sie haben eine Form einer Analysis Situs. Das ist ein Begriff von Leibniz. Der Schlüssel dazu sind zwei Dinge. Erstens ist der musikalische Bereich ein quantisiertes Feld. Noten existieren und Raum ist keplerisch. Weil man die Noten hat, sie existieren an bestimmten Orten, gibt es bestimmte Harmonien, die existieren, die geordnet sind. Und egal, welche Noten sie spielen, die Nächste wird immer schon da sein. Sie können ihre Reihenfolge ändern, so viel sie wollen, aber Nächste wird immer da sein. Es ist alles für dich vorherbestimmt und das ist nicht veränderbar. Und eine Annäherung an die Note, nur in dem Maße, wie du schwindelst, ist die Note. Die Note, die gesungen oder vorgetragen wird, ist nicht die Note. Es ist die beste Annäherung an die Note. Der Ton ist absolut und der Ausführende nähert sich nur an. Und wenn sie sich dem nicht gut genug annähern, werden wir unglücklich, wir werden verwirrt. Aber das ist die Analysis Situs. Das Wichtigste ist die Note, erstens. Registrierung, zweitens. Und nebenbei, wir haben ein ganzes Buch, ein Handbuch über Stimmung und Registrierung geschrieben. Zitat weiter. Und die Registrierung gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Es erscheint in Aspekten von Instrumentenfarben aller Art. Zum Beispiel wird manchmal der Oberbegriff Farbe verwendet. Aber es gibt viele Arten von Farben. Man kann Instrumente erschaffen. Sie haben Farben, die keine menschlichen Stimmfarben sind, aber sie werden zu einer Dimensionalität der Farbe. Und diese ist präzise, ist vorherbestimmt. Man hat die Seite so von der oder der Art und so eine Art, das ist fest, das ist eine Farbe, man kann sie verändern, aber sie ist da, sie wird dich verfolgen. Und du kommst nicht davon los. Man muss zu einer anderen Seite springen, um einen anderen Teil seiner Farbe zu gelangen. Und nun hoffe ich, dass ich noch Geduld etwas strapazieren darf, wenn ich diese Passage aus Einsteins Einführung zu Plancks Buch, Wohin geht die Wissenschaft, von 1932 zitiere. Einstein sagte, die oberste Aufgabe des Physikers ist die Entdeckung der allgemeinsten, elementarsten Gesetze, aus denen sich das Weltbild logisch ableiten lässt. Aber es gibt keinen logischen Weg zur Entdeckung dieser elementaren Gesetze. Es gibt nur den Weg, ein Gefühl für die Ordnung, die hinter den Entscheidungen liegt, unterstützt wird. Und diese Einfühlung wird durch Erfahrung entwickelt. Einfühlung bedeutet in etwa Empathie. Empathy. Was zufällig auch Helga Zepp-LaRouche's beste englische Annäherung für Schillers Begriff Empfindung ist. Einstein fährt fort. Bei jedem wichtigen Fortschritt stellt der Physiker fest, dass die fundamentalen Gesetze mit fortschreitender experimenteller Forschung mehr und mehr vereinfacht werden. Mit Erstaunen stellt er fest, wie aus dem scheinbaren Chaos eine erhabene Ordnung entsteht. Und dies lässt sich nicht auf das Wirken seines eigenen Geistes zurückführen, sondern ist auf eine Eigenschaft zurückzuführen, die der Welt der Wahrnehmung innewohnt. Leibniz drückte diese Quantität passend aus, indem er sie als prästabilisierte Harmonie nannte. Physiker werfen dem Philosophen, die sich mit Erkenntnistheorien beschäftigen, zuweilen vor, dass sie diese Tatsachen nicht voll anerkennen. Und ich denke, dass es der Grund für die Kontroverse war, die vor einigen Jahren zwischen Ernst Mach und Max Planck geführt wurde. Planck war wahrscheinlich der Meinung, dass Mach die Sehnsucht des Physikers nach der Wahrnehmung einer prästabilisierten Harmonie nicht voll zu würdigen wüsste. Diese Sehnsucht war die unerschöpfliche Quelle jener Geduld und Beharrlichkeit, mit der sich Planck den alltäglichsten Fragen widmete, die sich im Zusammenhang mit der physischen Wissenschaft stellten, während er sich zu anderen Wegen verleitend fühlte, die zu attraktiveren Ergebnissen führten. Ich habe oft gehört, dass
dass seine Kollegen diese Haltung auf seine außerordentliche persönliche Begabung im Hinblick auf Energie und Disziplin zurückführen. Ich glaube, dass sie sich irren. Der Geisteszustand, der sich hier die treibende Kraft liefert, ähnelt dem des Anhängers oder Liebhabers. Die lang anhaltende Anstrengung ist nicht von einem festgelegten Plan oder Zweck inspiriert. Ihre Inspiration entspringt einem Hunger der Seele. Ich bin sicher, Max Planck würde über meine kindische Art, wie mit der Laterne des Diogenes herumzustochern, lachen. Nun, warum sollte ich von seiner Größe erzählen? Es bedarf keiner armseligen Bestätigung meiner. Deine Arbeit hat dem Fortschritt der Wissenschaft einer der mächtigsten aller Impulse gegeben. Seine Ideen werden so lange wirksam sein, wie die physikalische Wissenschaft andauert. Das ist also die Lektion, die wir hier lernen können. Damit werfe ich die folgende Herausforderung der jungen Dichter und Komponisten entgegen, vor allem an junge Dichter und junge Komponisten, die möglicherweise auch in einem wissenschaftlichen Bereich tätig sind. Ihr Dichter und Komponisten, ihr wisst, wer ihr seid, denn sie sind, wenn sie sich das fragen müssen, sind sie wahrscheinlich keiner oder zumindest noch nicht. Nehmen Sie die Herausforderung an, die nicht nur von Planck und Einstein, sondern auch von Lyndon LaRouche und den Rednern dieser Konferenz an Sie herangetragen wurde, und widmen Sie Ihr Leben der Veränderung Ihrer eigenen Axiome, wenn es sein muss, sogar der von Ihnen am meisten geschätzten, wenn Sie feststellen, dass diese Axiome Sie daran hindern, ein Mittel zu entdecken, mit dem Sie Ihre Komposition so gestalten werden, dass sie zu einer physikalischen Ursache im Universum werden. Sind Sie zum Beispiel sicher, dass das, was Sie geschaffen haben, tatsächlich zur Handlung inspirieren wird, die zu einer Erhöhung der Wachstumsrate der relativen potenziellen Bevölkerungsdichte der Menschheit führen? Oder einfacher ausgedrückt im Sinne Friedrich Schillers, wird Ihr Publikum durch das Leben Ihrer Arbeit zu besseren Menschen werden? Das ist der wahre Inhalt dieses Seelenhungers in den Worten Einsteins, oder in den Worten des heiligen Paulus an die Korinther der Liebe. Geben Sie sich nicht nur mit schönen, angenehmen, kindischen Dingen zufrieden. Begeben Sie sich in diesen notwendigen Kampf und die ganze Menschheit wird Ihnen ewig dankbar sein. Oder wie Percy Bysshe Shelley zu seiner Lerche sang, uns zerquält der Morgen oder gestern heute. Und uns wird, ach, durch Sorgen jede Lust entweiht. Und unser schönstes Lied, es spricht von tiefstem Leid. Doch wenn fremd uns wären Furcht und Stolz und Hass, würde nicht von Zähren unser Auge nass, so lass uns deine Lust wohl kalt ohne Unterlass. Besser ein geschraubter Melodienkunst, besser als verstaubte Bücher, wie ich weiß als Kunst, du Erdverächter, wer dem Dichter deine Kunst. Halb nur deine Lust wolle mit mir tauschen, dann aus meiner Brust sollt ein Lied entrauschen, dem würde dich, wie ich dir gelauscht, die Erde lauschen. Vielen Dank. Thanks very much, John.